Marco, wir haben uns schon darüber unterhalten, dass neue Herausforderungen auf uns zukommen im Gesundheitssystem. Ja, muss man aber jetzt schon über überbordende Kosten. Siehst du Möglichkeiten, wie wir da auch irgendwo etwas zurückfahren oder mehr Effizienz rausholen? Tja, $1 million question. Gute Frage. Ich meine, im Gesundheitswesen gibt es ganz einen Haufen Bereiche, wo die Kosten hoch sind. Medikamente, stationäre Versorgung. Etwas, was ich als Phänomen immer spannend dunkt ist und wissenschaftlich sehr gut beleidigt, Familienangehörige von Ärzten und sogar auch Pflegefachpersonen haben tiefere Gesundheitskosten, haben bessere Lebenserwartung, weniger chronische Krankheiten. Und das finde ich spannend. Man kann ein bisschen philosophieren, woher das könnte kommen. Aber das ist für mich ein Teil, den man eigentlich noch ausloten müsste. Liegt das daran, dass die Leute meinen, was nicht viel kostet, sei nichts wert? Oder könnte es sein, dass einfach eine grosse Unsicherheit ist, wenn ich nicht Fachmann bin, dann weil ich alles abgeklärt habe, zum Beispiel, weil ich es ja nicht beurteilen kann? Wahrscheinlich ist die Wahrheit in allem, überall drin. Und es nimmt mich auch wunder, was du davon denkst. Weil ich glaube, oder wir wissen, dass viele Eingriffe gemacht werden, weil man glaubt, der Benutzer oder der Kunde oder der Patient, dass ihm das etwas hilft. Viele Leute denken, wenn ich eine Operation habe, dann ist das wieder geflickt. Das ist überhaupt nicht geflickt, oder? Und ich glaube, dort sehen wir, dass Leute, die bessere Kenntnisse haben, gewisse Operationen, aber auch andere Massnahmen eher zurückhaltend in Anspruch nehmen. Ist der Treiber nicht auch der, dass ein ungesundes Rollenmatching passiert? Wenn ich als Patient zu dir komme, komme ich natürlich einerseits zu dir, weil ich Beratung brauche. Auf der anderen Seite bist du der, der mir etwas verkauft, auch wenn ich es nicht selber zahle. Du hast ein, als Arzt ein Interesse, zu mir eine teure Lösung zu verkaufen, weil du am Schluss ja deine Rechnung auch musst zahlen. Und nicht sagen, dein Interesse ökonomisch gesehen ist ja nicht, dass du mir sagst, ja, da ist etwas, aber da braucht eigentlich keine Behandlung, weil ich persönlich würde nichts machen, weil es vermutlich in Ordnung ist. Ist klar, ist eine interessante Beobachtung. Wir kämpfen gerade ein bisschen in meinem Bereich gegen das Gegenteil. Es kommt jemand mit Fieber und will vom Doktor ein Antibiotikum. Und wir wissen, dass die Antibiotikagabe ein Problem sind, eine Resistenzthematik. Und die Ärzte wollen eigentlich zurückhaltend sein. Und es sind auch da wieder Patienten, die eine Behandlung wollen. Oder die wegen irgendwelchen Problemen, du hast jetzt vorhin gesagt, es gibt schon noch, aber immer gerade den Doktor beanspruchen wollen. Und irgendwie, ich weiß nicht, was der Grund ist, aber ich glaube, die Kosten entstehen nicht bei diesen Bagatellsachen, das müssen wir jetzt nicht überbewerten. Aber es zeigt ein bisschen das Verhalten, ich will eine Gesundheitsleistung haben. Weil die Vorstellung, jede Gesundheitsleistung ist gut. Und das sagt der Fachmann in seiner Familie, ist nicht immer alles gut. Hat es denn vielleicht auch damit zu tun, dass wir keine Risikokultur haben, dass wir das Gefühl haben, wir können Risiken ausschliessen, was halt einfach nicht real ist? Sicher ein wichtiges Thema. Also Risiken sind ein Problem, wo wir schlecht damit umgehen. Und in den letzten Jahren geht auch die Medizin als Organisation und Berufsgruppe schlecht mit dem um. Man macht sehr viele Abklärungen, Untersuchungen, einfach nur, damit man ja nicht an irgendwie selbst und jenes noch verpasst hat. Und eigentlich, wir vielleicht ältere Generation von Mediziner sind noch ausgebildet, dass man auch wartet, beobachtet und ein bisschen vernünftigere Medizin macht. Aber die ganze Entwicklung, das ist wahrscheinlich ein gesellschaftliches Problem, wie du das siehst. Die geht in eine andere Richtung.
Ja, mir fällt da ein bisschen ein, irgendwie sehe ich Parallelen. Der Mensch und auch unsere Gesellschaft als Organismus. Wenn der Mensch risikofähig ist, insgesamt gesund, kann er wahrscheinlich mit Herausforderungen eher umgehen. Und wenn ich unsere gesellschaftliche Entwicklung anschaue, müssten wir ja auch wieder probieren, risikofähig, resistent gegen zum Beispiel ein Extremereignis kommen. Weil wir wissen nicht, welches Extremereignis das uns nächstes Jahr bereicht und welches übernächstes Jahr. Aber wir wissen, wir müssen damit schlagen können. Und wenn natürlich deine Arztfamilie das Wissen hat und der Lebensstand, die Lebensart, um mit dem umzugehen, dann geht das vielleicht einfacher, als wenn ich eh schon gerade immer an den Grenzen laufe. Und da frage ich mich natürlich auch, hat es auch damit zu tun, Ärzte sind eigentlich gehört meistens nicht zu den Working Poor, hat es vielleicht auch mit dem zu tun? Also, das, was ich angesprochen habe mit der Sicherheitsmedizin, ist leider nicht das, was du jetzt da ansprichst mit dem Umgang mit Risiken, wo man immer auch von grossen Risiken redet. Es ist schlicht und einfach die Angst vor einem Prozess. Hat das und das oder das unterlassen und der Patient hat die Möglichkeit, eine Klage zu machen. Und das ist eine Juristifizierung der Medizin. Das ist ein anderes Phänomen als das. Also die wahren Risiken sind eben nicht wahre Risiken. Aber die Absicherungsmentalität sehe ich da in anderen Bereichen auch. Genau. Wenn ich jetzt am Verkehr denke, ich bin in Holland unterwegs gewesen, auf Velowegen, auf dem Fluss, links und rechts Kreisgeländer. Funktioniert, weil jeder weiß, ich nehme das selber wahr und wenn mir das nicht gehört, ist dann nicht mit den Velowegen, die haben Alternativen. Bei uns probiert das Tiefbauamt sich an jeder Kreuzung abzusichern, indem es rot einstellt. Und wenn ich 15 rot habe, habe ich noch einen Effekt, dass die Leute auch bei rot fahren und laufen. Das wird nicht sicher, aber das Tiefbauamt kann sagen, wir haben es abgefangen. Wenn ihr euch nicht daran haltet, ist euer Problem. Ich habe das Gefühl, das ist ein gesamtgesellschaftliches und nicht ein medizinisches Problem. Dass wir Risiken nicht mehr bereit sind, zum akzeptieren und Verantwortung wahrzunehmen, auch als Individuum. Korrekt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber das, was ich eigentlich jetzt da speziell noch als belastend empfinde und kostentreibend in der Medizin, ist auch das Eskalieren nur aus Angst, dass ich eine Klage bekomme. Oder? Und das ist nicht ganz die Situation von dem Velofahrer, aber ich gebe dir recht. Dass nein, von der Verwaltung meine ich. Genau. Es ist, Verwaltung macht genau das Gleiche. Aber die Verwaltung bekommt nicht eine Klage vom Velofahrer in dem Ausmaß. Das hat noch nicht so wahnsinnig zugenommen. Im Medizinbereich hat das groteske Formen angenommen. Es sind nicht die gleichen Grössenordnungen, aber es ist natürlich auch so, wenn ich schwarz räume, obwohl es für die meisten anders vielleicht besser wäre, es wäre günstiger und besser für die meisten, einfach damit ich nachher mir nicht kann es versagen, eine Unterlassung vorgelassen werden und mehr Schaden als Nutzen erzeugen, bin ich natürlich beim gleichen einfach Phänomen, einfach eine Stufe kleiner bezüglich Kosten. Also wenn wir beim Schwarzraum bleiben, bekommt dann der Staat einen Prozess, es ist eine politische Verantwortung, also dass der Politiker dann nicht will, dort angegriffen werden, aber eine Schadenersatzklage gibt es in diesem Bereich nicht. Da bin ich anders informiert. Okay. Die Argumentation ist natürlich sehr wohl die, dass man sagt, man fürchtet das und man will können nachweisen, dass man alles erdenklich gemacht hat. Wir haben hier eine ganz andere Selbstverständlichkeit als zum Beispiel nur schon im benachbarten Ausland. Mhm. Wenn du zu München unterwegs bist und es hat geschneit, dann ist nicht einfach jedes Trottoir geräumt, sondern du musst irgendwie schaust du selber, dass du durchkommst. Es gehört vielleicht auch dazu, dass du das richtige Schuhwerk anleihst. Bei uns scheint Selbstverständlichkeit zu sein,
auch in einem Schneesturm, dass ich mit einer Ledersohle aus dem BMW aussteigen kann und dann nach einem trockenen Fuß ins Büro komme. Okay. Also die Anspruchsmentalität verhindert manchmal die tauglichen Lösungen, die mit Augenmaß. Da meinte ich, das ist generell so. Und das führt eben auch dazu, dass wir unsere Energie am falschen Ort einsetzen, nämlich in Absicherung statt in Lösung.